heute nehme ich euch mit in den Dschungel und zwar erstmal nach Horinabak. Diese Stadt wurde bekannt, als 1981 Josie Ginsberg dort verschwunden ist im bolivianischen Amazonas-Regenwald und nach 3 Wochen wieder entdeckt wurde von einem Freund, nämlich der einen Suchtrupp gestartet hat. Er war eigentlich schon für tot erklärt und hat es trotzdem noch lebend wieder aus dem Dschungel herausgeschafft, musste dann natürlich ewig im Krankenhaus sein. Aber daher ist diese Stadt für die Außenwelt erstmal überhaupt bekannt geworden. Und von dort starten wir in die Moxos-Ebene. Das ist nochmal so 3 Stunden Fahrt ungefähr bis zum Yakumo-Fluss. Und auf diesem Fluss sind wir in so einem kleinen Holzboot gefahren. Da hatte ich eine besondere Begegnung mit Flussdelfinen. Und das ist natürlich auch irre. Ich habe in meinem ganzen Leben zuvor noch nie Delfine in der freien Wildbahn gesehen und dann auch noch in diesem Fluss. Und habe ich Hernando gefragt, das war unser Guide, ob ich eigentlich einfach mit denen vielleicht auch schwimmen kann. Und er meinte, ja, spring mal rein. Das habe ich dann gemacht. Und er hat mir erklärt, dass ich mit den Delfinen richtig spielen muss. Also wenn ich mit denen interagiere, mit denen rede oder aufs Wasser klopfe, dann erkennen die das als Spielen und tauchen dann neben einem auf und verlassen den Ort nicht, also weil die irgendwie diese Interaktion als freundlich empfinden. Und das war schon echt richtig toll. Als ich dann wieder im Boot zurück war, wurde mir nochmal erklärt, warum Hernando eigentlich die ganze Zeit meinte, hier schwimme wieder vom Ufer weiter weg oder schwimme mal da und dahin. Ich war einfach in dieser Situation so überwältigt, dass ich gar nicht darüber nachgedacht habe, dass ich hier mitten in diesem Fluss im Amazonas bin und da vielleicht auch noch so ein paar andere Tiere sind, wie Kaimane, Anacondas, Piranhas gibt's auch. Aber das Gute ist, das habe ich da gelernt, dass angeblich Krokodile oder Kaimane Angst haben vor Delfinen. Das heißt, überall dort, wo Delfine sind, kann man erstmal ins Wasser gehen. Das Risiko ist wohl überschaubar und es ist ja auch gut gegangen. Also ja. Nach diesem Naturspektakel sind wir wieder zurück nach La Paz und dann zur peruanischen Grenze. Und dort hat dann auch meine Arbeit begonnen. Ich war offizielle Geschichtensucherin, habe Interviewpartner gefunden und habe so ein bisschen auch die Route mitgeplant. Und wir sind also als erstes dann nach Puno und von dort mit dem Boot auf den Titicacasee. Dort leben nämlich die Urus auf schwimmenden Inseln. Man kann sich das kaum vorstellen, es ist aber tatsächlich so, die haben es geschafft, mit einer Pflanze, die dort wächst, sich eine Schilfinsel zu erbauen. Und da stehen ihre Schilfhäuser drauf und diese ganze Welt besteht eigentlich aus dieser Pflanze. Man kann sie sogar essen. Und dort hatten wir das Glück, dass wir mit dem Chef der Urus sprechen durften und der uns so deren Lebensweise erklärt hat und näher gebracht hat. Wir waren dann natürlich auch in Cusco und in der Umgebung. Dort gab es eine Erfahrung im Tinayani Canyon, die eher nicht so schön war. Wir haben gefilmt in einer unglaublichen Landschaft. Und haben nicht bemerkt, dass eine winzige Steinhütte, von der man nicht gedacht hätte, dass da jemand drin lebt, weil in diesem ganzen Land ja permanent überall Ruinen sind und alte Steinhäuser stehen. Und das Steinhäuschen war aber tatsächlich dann doch bewohnt. Und ein Mann hat sich von uns bedroht gefühlt. Und das war dann sehr seltsam, weil der ist mit einer Zwille und wirklich faustgrößen Stein zu uns gelaufen und hat uns damit abgeschossen. Und im Nachhinein, also ich muss sagen, dass ich in der Situation das gar nicht richtig begriffen habe. Die Italiener sind doch schon weggerannt und ich stand da noch so rum, weil ich dachte, ja, wir können doch darüber reden. Es ist doch klar, dass wir jetzt nichts Böses wollen. Also ich konnte das irgendwie gar nicht so schnell verarbeiten oder begreifen. Und es war dann aber so, dass man es nicht mit Worten klären konnte. Also wir mussten wirklich fliehen, in unser Auto springen, das hat ein paar Steine abbekommen und davonfahren. Und ich weiß bis heute nicht, was jetzt die Erklärung dafür war, dass dieser Mann so Angst davor hatte. Wir haben einen peruanischen Fahrer oder Guide auch gehabt, der
meinte, es könnte ein Drogenschmuggler gewesen sein, der da die Päckchen, Kokainpäckchen gelagert hat, weil die Panamericana, diese lange Straße, die sich durch den ganzen Kontinent zieht, die auch Highway ist für Drogenschmuggel, die war nicht weit weg und in so einer abgeschiedenen Gegend ist es natürlich praktisch, da kommt eigentlich keiner hin. Dass wir da waren, war wirklich Zufall und dass wir ausgerechnet vor seiner Hütte gefilmt haben, war wahrscheinlich einfach Pech. Von dort reisen wir dem peruanischen Dschungel diesmal entgegen und am Wegesrand sehen wir Grabtürme, sogenannte Chulpas. Wir fahren an einem Dorf vorbei am Muttertag und dort findet ein Frauenfußballturnier statt. Und ja, wir fragen, ob wir das filmen dürfen und gleichzeitig bitten sie mich, den Anstoß auszuführen für das letzte Match. Und das habe ich natürlich getan, auch wenn auch nicht sehr gut. Aber es ging ja um das Symbol dahinter. Und das Lustige war, dass die Frauen nicht weitergespielt haben, sondern irgendwie zu mir gekommen sind, um mich zu umarmen. Ja, das war also ein toller Nachmittag. In diesen Tagen müssen wir auch immer wieder vor Straßensperrungen warten. Manchmal sind sie politisch, manchmal wurde auch einfach durch einen Erdrutsch die komplette Straße zerstört. Das ist uns einmal auf dem Weg nach Pekopata haben wir das erlebt. Und das war besonders blöd, weil die Umgehungsstraße hat einfach 5 Stunden länger gedauert und wir sind erst mitten in der Nacht angekommen. Als wir dann im Dschungel waren, standen wir einmal vor einem riesigen Fluss, der über die Ufer getreten ist. Ich bin dann so mit 2 Wanderstöcken dadurch und habe geguckt, ob man vielleicht nicht doch mit diesem tollen Geländewagen da irgendwie durchfahren kann, aber es war einfach nicht möglich. Also die Steine, die unter der Oberfläche waren, die waren so gewaltig, wenn uns da die Achse gebrochen wäre. Also es hätte jetzt auch nicht unbedingt so den Spaß gemacht. Ja, also diese ganzen Straßensperrungen, die muss man wirklich beachten, wenn man da unterwegs sein will. Auch so ein bisschen abseits der betretenen Pfade. Also da sollte man auf jeden Fall mehr Zeit einplanen. Wir haben im Dschungel außerdem auch das Volk der Wachipiri besucht, dann spontan, weil wir Pläne ändern mussten und wurden sehr freundlich empfangen. Die Wachipiri glauben nämlich nicht an Isolation und sind sehr offen. Wir durften Interviews machen, sie haben uns ihre Geschichte erzählt, die Traditionen, mit denen die zu kämpfen haben, auch teilweise. Nach dem Wachipiri wollen wir einen ganz besonderen Sonnenaufgang erleben im Amazonas-Regenwald und zwar an einem Ort, der nennt sich Tres Cruces. Wir müssen mitten in der Nacht aufstehen, um 2.30 Uhr ungefähr, und aufbrechen, weil wir noch ein paar Stunden brauchen, um diesen Ort zu erreichen. Und nach relativ kurzer Zeit, dieser Ort liegt auf einem Berg übrigens, und nach relativ kurzer Zeit kommen wir an einer Metallkette an, also an so einer Absperrung. Und man fragt sich, wie kann es jetzt sein, dass mitten im Dschungel 2 Poller stehen mit so einer blöden Metallkette und wir kommen da jetzt nicht weiter. Und trotz der vergangenen Tage mit diesen ganzen Straßensperrungen hat dann dazu geführt, dass mir irgendwann die Idee gekommen ist, wir rammen jetzt die ganzen Poller aus und ja, fahren weiter, weil irgendwann reicht's auch mal. Also irgendwann will man das auch nicht mehr einsehen, dass man jetzt nicht einen Sonnenaufgang sich anschauen kann. Und ja, wir haben dann natürlich alles zusammengesucht, was wir in diesen Autos gefunden haben. Tatsächlich gab es eine Schaufel und nach 20 Minuten ungefähr war der eine Poller draußen und wir konnten die Absperrung überfahren. Wir haben den Poller dann aber übrigens auch wieder eingegraben. Also ich hoffe, dass man das uns verziehen hat. Ja, und warum dieser Sonnenaufgang so besonders ist, das möchte ich euch jetzt einmal vorlesen. Ich stehe auf dem letzten Berg, bevor die unermessliche Weite des Amazonas-Regenwaldes beginnt. Die Wölkchen über mir sind zart und weich, sie sind transparent und fein gemustert. Sie werden vom Wind verwischt, als sei ein Tropfen Wasser auf Aquarellfarbe gefallen. Die Schwaden unter mir liegen schwer auf dem Manu-Nationalpark. Sie sind dicht und massig, nichts kann hindurchdringen. Die Wolkenarmada bauscht sich auf, fällt wieder zusammen, nimmt Schwung auf und hält inne. Sie hat ihre eigene Dynamik entwickelt und wabert in verschiedenen Richtungen über die weite Ebene. Nur der Berg mit seiner Hütte hat es in diese Zwischenwelt der Wolken geschafft,
und wir. Noch gehören alle Farben dem Himmel. Das Gras unter meinen Füßen ist grau, meine Hand ist grau, die Erde ist grau. Die prächtigsten Blau- und Rottöne glühen am Firmament. Die schillernden Wolken sind in ständiger Bewegung. Sie spüren schon die Sonne. Obwohl Stefano längst die Kamera aufgestellt hat und alle anderen gemütlich im Auto weiterschlafen könnten, will sich keiner dem Sonnenaufgang entziehen. Es ist seltsam, dass ein Phänomen, das jeden Tag wiederkehrt, solch eine Faszination auf die Menschen ausübt. Wir sind stumme Bewunderer dieser Aufführung. Es kann nicht mehr lange dauern, bis der erste Lichtstrahl über den Horizont klettert. Es heißt, Tres Cruces sei einer von weltweit drei Orten, an dem der Sonnenaufgang eine optische Täuschung entstehen lässt. Wenn das Licht der Sonne durch die wassergetränkte Luft fällt, wird ihr Bild verzerrt und auf drei Stellen projiziert, die hin und her flackern. Der Legende nach tanzt an diesem Ort die Sonne, weil die Menschen ihre Seelen hier säubern. Die Lichtstrahlen nehmen den menschlichen Hass, die Wut, den Schmerz in sich auf und hinterlassen Liebe und Frieden. Die Farben des Himmels werden jetzt heller und aggressiver. Das Rubinrot wird von einem Blutorange abgelöst. Unsere kleine Gemeinschaft hat sich inzwischen an der Hütte versammelt. Sie schützt ein wenig vor dem Wind im Rücken. Stumm warten wir gemeinsam auf das Licht, das die Farben formt. Ja, dieser Sonnenaufgang war ganz besonders für mich. Man steht einfach über dem Amazonas-Regenwald, hat dieses unglaubliche Farbenspiel und ist auch auf so einer unglaublichen Reise. Ja, ich glaube aber fast, dass jeder vielleicht auch eigene Erinnerungen an Sonnenauf- oder Untergänge hat, die für einen selbst so besonders sind. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und Zuschauen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss!